Die Küche, ein alltäglicher Ort. Ein Ort, an dem traditionell die Speisen zubereitet werden. Als Klassiker gilt dabei immer noch die Einbauküche. Doch die Bedeutung von Küche hat sich gewandelt. Küchen sind natürlich Funktionsräume, aber Küchen haben sich die letzten Jahre aus dem geschlossenen Raum der Küche hin in den offenen Raum der Küche entwickelt. Offene Küchen stehen also hoch im Kurs. Wer sich für eine Wohnküche mit freistehender Kochinsel entscheidet, braucht Platz. Mit mindestens 15 Quadratmetern lassen sich aber auch kleine Küchen umgestalten. Wer also Küche und Wohnraum kombiniert, der sollte deshalb auf viel Stauraum achten. Denn Unordnung nach dem Kochen und Essen wird sofort sichtbar. Darüber hinaus gibt es auch verschiedenste andere Schränke, die mir es ermöglichen, Geräten, die ich vielleicht sonst im Keller lagern muss, wie Waschmaschinen oder Trockner. Auch hierfür gibt es zwischenzeitlich Beschlagstechnik, dass man hinter Einschubtüren diese Geräte aufeinander in einem Schrank darstellt, bedienen kann bei geöffneter Tür. Und wenn ich den Bedarf nicht mehr habe, diese Geräte zu nutzen, dann ziehe ich die Tür aus einer seitlichen Lasche und verschließe den gesamten Körper wieder und habe dann wieder meine Ruhe im gesamten Küchenbild. Eine ruhige Grundstimmung im Raum schaffen auch Farben, Muster und Strukturen. Lange Zeit galt Weiß als die Küchenfarbe für die Innenraumgestaltung. Dabei spielt bei der Planung von Küchen, Farben und Materialien eine ebenso wichtige Rolle. Dadurch lässt sich der Raum sinnvoll gliedern. Eine offene Küche lebt von fehlenden Wänden. Um den Raum sinnvoll zu trennen, empfiehlt sich: Die Küchen sollten dann dominant im Raum stehen. Sie sollten eine Wirkung erzeugen, aber sie sollen nicht laut sein. Und erreichen lässt sich so etwas, indem man mit der Materialvielfalt und der Farbvielfalt sehr reduziert umgeht und auch mit zeitlosen Materialien arbeitet. So dass man eben vielleicht nur zweifarbig in einer Küche unterwegs ist. Einfarbig ist sowieso ein Standard, meistens ist es weiß, wobei wir momentan verstärkt den Trend nach anderen Farben sehen. Auch gerade das andere Extrem, dunkle Farben kommen ganz stark. Also insofern, wenn die Küche heute, und das ist ganz stark der Fall, repräsentativ gedacht und geplant wird, dann muss sie Rücksicht nehmen auf die angrenzenden Räume mit dem Material und den Planungsideen. Bei der Frage nach Design und Farbe sollte man die Funktionalität nicht vergessen. Die perfekte Küche muss vor allem zu ihrem Lebensstil passen. Deshalb sollte genug Zeit investiert werden, um alles gut durchzuplanen. Nur so klappt es mit der Traumküche.